Ja, hallo und seid gegrüßt und herzlich willkommen, meine Technik-Freaks, zu Fallout 4 auf der PS5. Ich bin hier immer noch im Institut. Ich bin ja der Direktor. So sieht ein Direktor aus. Ein sympathischer, ein bisschen dämlich, und aber trotzdem ein sympathischer Kerl. So, wir müssen nämlich jetzt zur Direktorsitzung. Das ist Part 116. Danke für eure Likes, für eure Infos, für eure ganzen angeregten Geschichten. Super cool von euch. So, jetzt rein in die Sitzung. Darf ich dich als Erste willkommen heißen? Wir freuen uns auf die Arbeit mit dir. Gut gemacht. Okay, die mögen mich schon mal alle. Das ist schon mal gut. Gut für die Zusammenarbeit. Welche Art von Arbeit steht denn genau an? Normalerweise begutachtet und genehmigt das Direktorat die Forschung in den Abteilungen. Heute sind wir aber aus einem anderen Grund hier. Heute sind wir hier, weil es Zeit wird, sich endlich zu erheben und für uns selbst einzutreten. Nicht so dramatisch, Justin. Daran ist nichts dramatisch. Wir sind in der Position, etwas zu bewegen und zu behaupten. Darüber haben wir immer wieder geredet. Wer es noch nicht mitbekommen hat, offensichtlich gibt es im Commonwealth Gruppen, denen die Ziele des Instituts nicht gefallen. Da der Reaktor in Betrieb ist, können wir nicht nur die Synth-Produktion erhöhen, sondern auch wesentlich mehr Macht ausüben. Ja, das ist aber nicht mein Leitsatz. Ja, genau, das Leben muss verbessert werden. Der Reaktor wird das Leben aller verbessern. Das ist eine große Leistung. Ja, aber es ist nicht nur das. Das Direktorat hat beschlossen, dass Schritte nötig sind, um unsere Sicherheit auf lange Frist zu garantieren. Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Das Direktorat hat beschlossen, dass die stählerne Bruderschaft vernichtet werden muss. Als zukünftigen Direktor wollten wir dir unsere Entscheidung mitteilen und deine Gedanken dazu hören. Also, was meinst du dazu? Vernichtet werden? Uff, das war klar. Na, die haben uns ja auch schon ein paar Mal angegriffen. Da wäre ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, aber ich will es natürlich versuchen. Konflikt vermeiden, abwarten, was passiert. Ich finde, das Institut sollte es jetzt nicht noch schlimmer machen. Wir müssen Konflikte vermeiden und sie nicht beginnen. Liebend gern würde ich das Luftschiff am Horizont verschwinden sehen, aber das passiert nicht. Der Konflikt ist schon da. Wenn wir ihn jetzt ja, nicht stimmt, beenden, die haben uns schon angegriffen. Wir haben keine das Wahl. War mir klar. Wenn wir als Sieger hervorgehen wollen, müssen wir schnell handeln. Als Direktor entscheidest du, wohin wir unsere Anstrengungen lenken. Wir würden gern wissen, welche Richtung wir einschlagen sollen. Erhöhen wir die Synth-Produktion oder konzentrieren wir uns auf die Waffenentwicklung? Puh, nee, ich würde sagen, bei dir haben alle Power-Rüstung. Die Waffenentwicklung ist natürlich gut, aber eine Synth-Produktion ist vielleicht auch gut. Da können wir so überrennen mit Synths. Überrasch mich. Aber Waffenentwicklung, um die Power-Rüstung besser kaputt machen zu können. Komm, wir gehen auf Waffenentwicklung. Ich habe genug erlebt, um zu wissen, dass man mit Waffen Kriege gewinnt. Konzentrieren wir uns auf ihre Entwicklung. Wie du willst. Die Abteilung Fortschrittliche Systeme legt sofort los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das wäre erstmal alles. Ich glaube, Vater möchte sich mit dir nach der Besprechung noch unterhalten. Ganz offen? Ich stimme Vater nicht zu, akzeptiere aber die Entscheidung. Okay, dann gehe ich jetzt mal zu Sean. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Dann müssen wir in den College Square und müssen ein paar Gorilla Ragballer, mein alter Freund. Wir machen große Fortschritte. Danke. Grüß dich, Clayton. Dr. Gibt's da was Neues? Ich könnte noch mehr Gewebeproben brauchen, falls du Zeit hast, sie zu besorgen. Ja, wenn ich was kriege, klar. Ausgezeichnet. Dank dir mache ich große Fortschritte. So, Hypothese. Beschaffe eine Gewebeprobe. Das müssen wir natürlich auch noch machen. So, wo ist denn Vater? Der ist wahrscheinlich wieder weiter unten. Ja, und ihr habt doch geschrieben, egal was ich mache, Sean wird immer unzufrieden sein mit mir. Es hat sich für mich eigentlich nicht so angehört im letzten Part. Also, ich fand, er war eigentlich recht zufrieden und auch stolz. Es kann natürlich alles auch nur geflunkert sein. Oh! Was ich nicht hoffe. Was hat denn jetzt gerade zum Schlag getan? Der Reaktor oder was? Es ist halt einfach geil hier. So, weiter runter. Und ich wollte ja eigentlich auch mal mein Kollege mitnehmen hier. Mein Runner-Kollege.
So, da gehen wir hier drüben nicht mehr auf. Da muss er nämlich sein. Sean, bist du noch näher? Vater ist mehr als nur unser Anführer. Er ist unser Schöpfer. Na, freilich. Er hat das alles geschaffen. Da ist er. Oh. Ah, da bist du ja. Du hast dich mit dem Direktorat getroffen. Ich schätze, die Absichten sind klar. Es war schwierig für sie, sich für den gewaltsamen Weg zu entscheiden. Und du? Stimmst du ihrer Entscheidung zu? Naja, ich hatte ja keine andere Wahl schon. Wann haben sie sich entschieden? Keine gute Antwort. Das ist ein Fehler. Das ist das Richtige. Ja, ich frage erstmal, wann die sich entschieden haben dazu. Wie lange lief das schon? Wann haben sie sich zu diesem Vorgehen entschlossen? Das Luftschiff der Bruderschaft war der letzte Strohhalm. Es steht zu viel auf dem Spiel. Du kannst es dir nicht leisten, das alles zu verlieren. Es ist kein Geheimnis, dass du mit der Railroad zusammengearbeitet hast, um zum Institut zu gelangen. Es wurde oft hinterfragt, wie stark du dort wohl involviert warst. Du kannst dir sicherlich denken, von wem. Die Frage ist, wie ist jetzt dein Verhältnis zu ihnen? Zählst du sie zu deinen Verbündeten? Die Railroad, die haben wir komplett ausgelöscht. Die haben wir doch unangespitzt in den Boden reingeballert. Also die bedeuten mir nicht mehr wirklich was. Ist nicht wichtig. Was ich über sie denke, ist unwichtig. Nein, es ist wichtig. Das ist das Einzige, was gerade zählt. Damit die Position des Instituts im Commonwealth gesichert ist, muss die Railroad ausgelöscht werden. Vollständig. Als wichtigster Agent an der Oberfläche und als jemand, der bereits Kontakt mit der Railroad hatte, bist du am besten geeignet, diesen Auftrag auszuführen. Worauf ich hinaus will, ist, bist du bereit, sie zu vernichten? Aber die haben wir doch schon kalt gemacht. Ja, aber okay, klar. Was sein muss, muss sein. Ich werde mich um sie kümmern. Gut. Gut. Ich bitte dich nur ungern, dich in Gefahr zu bringen. Aber diese Sache ist sehr wichtig. Ach schon, ich hätte dich gerne viel früher kennengelernt. Dann wäre vielleicht auch alles ein bisschen anders gelaufen. Und oh, hier wird mir ein bisschen schlecht. Oh, laufen wir mal noch ein bisschen dazu, bis die Kotze sauer schmeckt. Es war jetzt wirklich so ein bisschen... Mir wird es nicht fehlen, dass sich die Leute über zu wenig Energie beschweren. Klingt, als wären die Raider in Libertalia... Ja, das glaube ich. Jetzt haben wir durch den Reaktor ja extrem viel... Das überrascht mich. ...extrem viel Energie. So, Vater geht wieder hoch. Dann hätten wir eigentlich alles. Ach, ich soll die Desdemona töten. Die Anführerin. Ja, stimmt, die haben wir nicht gesehen. Die Anführer der Railroad müssen ausgeschaltet werden, um sicherzugehen, dass sie sich nicht mehr in die Angelegenheiten des Instituts einmischen. Huiuiuiuiuiui. Okay, können wir eigentlich erstmal Endstation gleich machen, wa? Okay, Leute, das könnte jetzt übel werden. Wer es nicht ertragen kann, muss ausmachen. Weil ich werde die kalt machen. Die wollten ja nicht mit mir zusammenarbeiten. Ihr wisst, ich habe es mehr als genug versucht. Das war ja anscheinend irgendein Bug. Vielleicht wärst du noch anders gelaufen, das weiß ich jetzt nicht. Kavusch! So, hier ist nochmal die gute Curie. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, wie siehst du das? Was meinst du? Der Datenstrom ist schwer zu verarbeiten. Bitte entschuldige, wenn das, was ich sage, nicht immer Sinn ergibt. Ich arbeite daran. Alles gut, dann geht's los. Ich wollte mal fragen, ob zwischen dir und mir alles in Ordnung ist. Ich finde dieses Reisearrangement ziemlich angenehm. Das ist erstmal alles. Wenn du das sagst. Okay, nichts Neues. Wir haben unsere mega geile Waffe dabei. Also somit sollte uns hier nichts passieren. So, rein in die Hütte.
Und raus mit Desdemona. So, ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt sind, weil wir haben ja eigentlich alles in Erdboden gleich gemacht hier. Lebst du noch? Nee. Da ist der Kopf schon zerteilt. So, wo war denn jetzt nochmal der versteckte Weg? Ich glaube, der war hier hinten, oder? Ja. Ich glaube, da werden noch ein paar andere Jungs auf uns warten, oder? Oder? Gar nicht mehr so viele, das kann natürlich auch sein. So, Hausmeister Wilhelm. Ah, Margrit. Hat's auch erwischt. Und ehe wir das hier gefunden haben, das war ein Riesenkampf. Alles klar. Hier drinnen kann es jetzt richtig krank werden. Aber vielleicht wollen sie auch nochmal mit uns verhandeln. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das werde ich nicht machen. So, ich gehe mal zu ihr hin, mal gucken. Verschwinde von hier. Wir haben einige sehr beunruhigende Dinge über dich gehört. Dass du im Institut warst. Dass du sogar mit diesen Monstern zusammenarbeitest. Du hast Glück, dass wir dich nicht sofort erschießen. Dass die nichts davon gehört haben, dass ich den alles in Erdboden gleich gemacht habe. Dein Begräbnis. Will der Railroad helfen? Wer hat dir das gesagt? Unschuldig tun. Ich mach erstmal, wer hat dir das gesagt? Wer hat dir das gesagt? Du wirst von mir keine vertraulichen Informationen erhalten. Verschwinde von hier, verdammt nochmal. Und komm nicht wieder. Desdemona. Geh einfach. Okay. Ich versuch's mal kurz und schmerzlos zu machen. Sorry, aber es muss sein. Oh nein, und er trifft nicht. Was? Warum trifft er denn nicht? Geh einfach. Wow! Okay, das war's. Ho, 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 ho! Wow, die sind ganz schön gut ausgestattet. Und Curry hat's schon ganz schön erwischt. Mist, ich treffe dich wirklich. Was haben die denn für geile Waffen? Ah, eine Minikanone, deswegen. So, einer weniger. Boah, ich bin ja voll eingekesselt. So, wer hat die Minikanone hier hinten, der Kollege? Machen wir Platz. Mist, die macht keinen Platz. Das Bein vielleicht. Ich gegen die Railroad, ihr werdet alle sterben. Ihr wolltet ja keine friedliche Lösung. Ihr hättet mich auch einfach ziehen lassen können. Ihr hättet alle gelebt. Aber nein, ihr müsst mir in den Rücken schießen. Das war's, Freundchen. Und nein, ist Curry... Hä? Curry? Ist die tot? Kann die sterben? Nein. Curry! Curry! So, Deacon. Eigentlich bist du an allen schuld, weil du verbuggt warst. Weg mit dir.
Ihre verdammte Minikanone! So, da will jemand flüchten. Das dürfen wir natürlich auch nicht zulassen. Nur eine Frage der Zeit. So, Elemere, die Railroad-Anführer. Okay, Tüftlerhelm. Allzweck-Overall, das nehmen wir uns alles mal mit. Lebt hier doch einer. Wer? Ich könnte ihn natürlich übrig lassen. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Der Trommler! Schlimmeres erlebt, das glaube ich nicht. Nicht unbedingt. So, hat der noch irgendwas? Zeitungsverkäuferkappe brauchen wir nicht. Huh, Leute, ich weiß. Es ist heftig, die jetzt hier alle fertig gemacht zu haben, aber leider ging es nicht anders. So, jetzt haben wir auch den Schlüssel. Was hat er denn für eine Waffe? Kann ich die, die kann ich gar nicht aufnehmen. Oh, das ist aber schade. Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwas richtig Geniales. Ach, ich möchte auch nicht alles klauen hier. Dann kommen die mir noch auf die Schliche. Das ist ja auch blöd. Außer die Muni, die verbrauche ich eh. Die nehme ich mir mal mit. Ich nehme an, im Wackelkopf wird es hier nicht geben, wa? Oh! What the? Sie darf sich auf keinen Fall aufladen. Okay. Hem Zentralrechner Terminal. So, was gibt es denn jetzt hier alles schönes? Zugriff auf Aufzeichnung. Neueste Prognosemodelle. Okay. Da kommen wir nicht ran. Alles abgesichert. Oh, der Globus, den finde ich schön. Her damit. Den stehle ich noch. Das ist es mir wert. Tja, Jungs und Mädels. Tut mir leid. Och, die vielen Patronen, das ist ja eine Mod, dass die alle da liegen bleiben, wo sie sind. Guckt euch an, krass. Und ich habe immer noch so viel Munition, weil ich so viel... Und das ist nicht gemoddet, Leute, nicht, dass ihr das denkt. Ich habe nur so viel von dieser 10mm Munition dabei, das ist ja Wahnsinn. Es hört gar nicht auf. So, da gehen wir mal raus. Das hätten wir jetzt ja erledigt. Da müsste man natürlich noch Bericht erstatten, denke ich. Ja, aber wir machen noch die Schädlingsbekämpfung. Wo ist das denn? Cottage Square. So, ich muss erst raus. Selbst verfreilicht. Aber stand gerade was da? Ob Curie das toleriert oder nicht toleriert? So richtig habe ich es nämlich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, was die davon hält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gut findet. Vielleicht ist es ihr auch einfach egal. Also Piper hätte es logischerweise nicht gut gefunden. Jetzt sind wir hier oben. Ja, genau. Dann raus jetzt hier, aber schnell.
ab zum North End. Und dann gucken wir mal. Weißt du, im Cold Square los ist, aber da waren wir doch schon, glaube ich. Steht aber nicht abgeschlossen da, also scheint da noch richtig was im Gange zu sein. Die Sonne brennt. 35 Grad. Das Haar hält. Gut. Dann immer rein da. Das sollte ja... Och. Mit Viereck kann man das umschalten. Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Ist euch das schon mal aufgefallen? Das kenne ich ja wirklich noch nicht. Lustig. Okay, da sind schon welche. So, erstmal angelockt hier. Aber die sind hier, glaube ich, überall, die Brüder. Bei schönstem Sonnenschein Kuhle schießen. Das ist doch eine schöne Freizeitbeschäftigung, oder? So, hier ist auch noch einer. Juri! Hör auf! Sitzen sie alle rum hier wie Penner? Meine Güte, sind hier viele. Jeder Schuss ein Treffer. Oh, in die Arschritze. Das hat bestimmt wehgetan. Ah! Oh, wo kam der denn her? Oh, der hat aber ein dickes Bäuchlein dran. Du bist ganz schön eklig, Junge. So, hier geht's nur. Okay, dann gehen wir erstmal rein. Müssten sich ja hier irgendwo. Ah! Oh, irgendwo rumtreiben, sag ich. Die sind einfach überall, die Kollegen. So, jetzt habe ich aus Versehen die Waffe abgelegt. Das wollte ich natürlich nicht. Da wird ja irgendein... ein krasser Ghoul auch dabei sein, also irgendein großer. Oh, der ist aber jetzt ein paar Mal mutiert. Freilich. Nehmen wir natürlich alles mit. So, die hat es erstmal ganz schön erwischt hier. Friss das! Tja, die sind leider nicht zivilisiert. Aber zum Glück mit der Waffe sind die alle gar kein Problem.
Die haben null Chance. Aber ich wette, da wartet was Großes auf uns. Oh ne. Ist jetzt doch nicht so schlimm. Das war's, wa? Ja, abgeschlossen. Eliminiere die Wildgule. Kehr zu Ellen Bennett zurück. Naja, einmal frei. Dann nehmen wir uns noch das ganze Zeug hier mit, was wir alles so gebrauchen können hier. Alle dreien in die Taschen. Und dann können wir mal noch mit Vater reden, was als nächstes ansteht. Ja, genau, hier war doch so ein verstrahlter dicker Ghoul noch irgendwo drin. Ich erinnere mich so vage. Also ein ziemlich großer, glaube ich sogar. Großer, ekliger Fettsack mit leuchtenden Pfoten und leuchtenden Schädel und so. So ein ganz hässlicher. So, gut, gut. Das hat doch richtig zackig und schnell geklappt. Es geht natürlich auch noch, ein paar Sachen zu entdecken. Wollte ich ja auch noch machen. So ein paar Kleinigkeiten. Und ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht als nächstes hier Metro Let's Playen. Also Metro Exodus hatte ich übelst Bock drauf, das mal zu zocken. Vielleicht spielen wir das mal. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommis schreiben, ob ihr das sehen möchtet. Ich meine, das ist Fallout natürlich schon ein wenig ähnlich, nicht ganz so riesig, aber auch sehr cool. Weil ich denke, das sollte jetzt auch recht günstig sein. Und ich habe mir das noch nicht gekauft. Und da gibt es auch, glaube ich, ein Upgrade für PS5. Vielleicht ja ganz interessant auch für euch. Sagt's mir einfach in den Kommentaren. Also die Stadt hier ist komplett verseucht, oder der Stadtteil. Also hier ist nicht gut Kirschen essen, sag ich. So, jetzt steht doch abgeschlossen da. So, die Corvega-Fertigungsanlage, da waren wir ja auf jeden Fall schon. Ray Gordon, Bienta-Brauerei waren wir auch. Cambridge Labs waren wir auch. Haben eigentlich schon einiges abgeschlossen. So, ab zum Institut. Gehen wir mal zu Sean. Sagen mal Bescheid, was hier so los ist. Und dann könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes tun soll. Also ich meine jetzt nicht, wen ich mitnehmen soll oder sowas, sondern einfach, ob ich noch ein paar Punkte auf der Karte bereisen soll. So, falsche Richtung. Dann gehen wir natürlich dahin, wo wir hin wollen. Sollen auch. So, wo ist er denn schon wieder hin hier? Da läuft doch wieder einer hier rum wie numm. Nee. Scheint auf der anderen Ebene zu sein. Ach nee, ich muss ja erstmal ins Labor, stimmt. Ich muss ja erstmal. Oh, geil! Jetzt sehen wir das hier mal! Oh, das ist ja geil. Wie die Synths gefertigt werden. Wow. Wuh. Komm schon, Evan. Das hätte alles sein können. Das war bestimmt nur ein Fehler im Nervensystem. Die Motorrad-Software könnte ein Update vertragen. Das ist ja krass. Muskeln, Farben, alles mit rein. Sieht jetzt schon richtig gut aus. Willst du einfach nicht
Jetzt wird hier die Haut drauf gemacht, wahrscheinlich. Ja. Oh, cool. Fenster in der Rhein und alles. Oh, jetzt ist er hier drinne. Genial. Und jetzt läuft er hier raus. Ja, du bist neu hier auf jeden Fall. Das ist ja krass. Jetzt geht er da rein, da kriegt er seine Klamotten. Wow. So, Alan, ich hab's geschafft. Diese wilden Ghule werden keine Probleme mehr machen. Ausgezeichnet. Und du scheinst kaum was abbekommen zu haben. Bemerkenswert. Vater hat gesagt, du warst Soldat. Du musst gut gewesen sein. Kriegst du eine Belohnung? Ich hab dir einen Gefallen getan. Was hältst du von der Gegenleistung? Ein Gefallen? Tut mir leid, Mist. Aber ich kann dir nichts anbieten. Ich hätte gedacht, dass du uns helfen würdest. Aber da lag ich wohl falsch. Dank dir kann ich das Plünderer-Team endlich wieder an die Oberfläche schicken. Natürlich. Wilde Ghule verstecken sich überall im Commonwealth. Es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis wir uns wieder mit ihnen rumschlagen müssen. Melde dich bei mir, wenn du für eine weitere Jagd bereit bist. Also, oben sind ja fast mehr als unten. Na gut, aber das hat uns ein Level-Up eingebracht. Yes! So, dann können wir doch endlich. Das hat man. Rang 2x von Nahkampfwaffen? Nee, das nicht. Groß und schwer. Wollte ich auch nicht. Das hat man voll. Ah. Prügler, jetzt wird es persönlich. Schläge mit Schusswaffen. Immer aufs Ziel. Die Genauigkeit beim Abfallen von Schusswaffen aus der Hüfte ist besser. Fortgeschrittenes Training für verbesserte Kampfeffizienz. Kritische Treffer verursachen 50% mehr zusätzlichen Schaden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Du bist nicht dumm, nur anders. Hacken von Terminals. Munition, da brauchen wir eigentlich nicht wirklich viel. Angriffe mit Gewehren. Ja, Gewehre benutzen wir auch noch recht oft, deswegen nehme ich das mal. Sehr schön. Aber das ist geil hier. Die Fertigung sieht ja echt cool aus. Ich komme mir deswegen wie ein Vollidiot vor. Ja, alles gut, du konntest ja nichts dafür, Mensch. So, da gehen wir auch schnell noch zu unserem Sohnemann. Und würden die Quest abgeben. Wo ist er denn, der Junge? Hier irgendwo. Ah, der läuft schon wieder irgendwo rum. Hier oben, ne, wa? Oder wird er hier unten? Ja, irgendwo muss er sein. Hä? Ah. Bringt nichts. Die sind unzugänglich. Was sind das denn für Schiebetüren? Wo läuft der denn? Hier. Da, du läufst doch gar nicht. Also du trinkst einen schönen Kaffee, mein Freund. Ich weiß, dass so wie ich. Es einfach für dich war. Ja, spielt ja keine Rolle jetzt. Es musste getan werden, also wurde es getan. Mach hier keinen Fehler. Es ist nie einfach. Für keinen von uns. Es gibt offensichtlich eine letzte Bedrohung, der sich das Institut stellen muss.
Was ist denn noch für eine Bedrohung? Bruderschaft, Railroad, hä? Worum geht es? Was für eine letzte Bedrohung ist das? Nun, vielleicht ist sie am Ende doch nicht so offensichtlich. Die stählerne Bruderschaft ist von Technologie besessen und hat gezeigt, dass wir nicht friedlich zusammenleben können. Sie wird sich irgendwann von uns das holen wollen, was wir über lange Zeit geschaffen haben. Wir müssen sie vernichten, bevor sie uns vernichten. Tja, das ist riskant. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Die Befestigungen sind gut. Es wäre riskant, sie anzugreifen. Es ist notwendig. Nur das zählt. Aber das Problem mit der stählernen Bruderschaft geht über die Grenzen des Commonwealth hinaus. Es reicht nicht, sie hier zu vernichten. Es gibt von ihnen noch mehr auf der Welt. Und auch sie werden uns angreifen. Ja, wie wir wissen, sind die auch in Washington und überall, New Vegas, ihr wisst Bescheid. Gibt's einen Plan? Hast du einen Plan, falls das passiert? Ich will lieber gleich verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Wir werden ihnen zeigen, dass sich die von ihnen so hochgeschätzte Technologie gegen sie wenden wird, wenn sie sich mit uns anlegen. Wir zeigen ihnen, dass wir aus dem Nichts erscheinen können, wenn wir wollen, und sie uns niemals aufhalten werden. Sie werden sich hüten, sich jemals wieder mit uns anzulegen. Okay, wenn er meint, dass das richtig ist, er ist ganz schön überzeugt, ja. Du bist ziemlich überzeugt, dass es funktionieren wird. Das Institut ist absolut gründlich. Dr. Lee erwartet dich bereits in ihrem Labor. Sie wird dir alles Weitere erklären. Die Zeit drängt. Okay, Prudwin down. Prudwin down. Okay, das wird heftig, wenn wir das Ding wirklich zum Absturz bringen. Ho, wo, 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 wo. Mein lieber Scholli, also das könnte für uns richtig nach hinten losgehen auch. Vater ist mehr als nur unser Anführer. Okay, Leute, das muss ich erstmal mit Dr. Lee klären. Und das machen wir natürlich im nächsten Part. Ich, freue mich auf eure Kommentare, freue mich auf euer Feedback generell und ja, lasst mir ein Like da, erzählt es weiter, abonniert und ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Part wieder ein, wenn es heißt, jetzt wird's dämlich in Fallout 4 auf der PS5. Macht's gut, euer Affenkönig.